möchten. Drücken Sie die 2, wenn Sie eine mittelschwere Rache möchten. Drücken Sie die 3, wenn Sie eine riesengroße, mega krasse Rache möchten. Oder drücken Sie die 4, wenn Sie... Keine Ahnung haben, was Sie wollen! Die 4. Ich verbinde. Hallo? Hallo? Spreche ich da mit dem rustikalen Rächer? Hier ist der eiserne Fächer, ich meine der Schulabbrecher, ich meine der verdammte Kacke, der eiserne Rächer, ja? Ich muss Sie warnen, der salzige Stecher wird sich bei Ihnen melden. Ja, Rüher! Rüher, wach auf! Jo, Rui. Hey, warum wächst du mich so früh? Jo, du hast den ganzen Tag durchgeschlafen. Ja, ich wollte mir mal ein bisschen frei nehmen. Ja, aber Freiheit beginnt erst mit dem Hacksteak. So, jetzt würde ich hier nochmal so einen Hieb nehmen und mir einverleiben. Ui. Das? Oh. Ja, Menschenskinder, ist das aber ein schönes Wetter doch. Da brennt mir die Sonne. Die Läuse von der Hohenzollernrinde. Erzähl, Danny. Ich war unterwegs hier im Räuberwald und hab auch unseren Nachbarn besucht. Und dann kamen zwei Leute und haben mich einfach über den Haufen geschossen. Ich hatte das Gefühl, wir müssen da mal vorbeischnuppern und denen mal ihre Meinung sagen. Ja, lass sie mal richtig hops nehmen mit ihrem Drecksladen. Was wollen die ausreden? Ja, sowas in der Art. Es ist eine Art Eingeständnis. Sie haben komplett recht. Ich soll ihn ausrichten? Von diesen anonymen Menschen? Rache! Aua! Was? Rache! Du hast hier in der Nähe einen weiteren Waffenladen eröffnet. Schande! 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 Ja, pinkelt mich an, ja! Mit anderen hast du dreisterweise auch noch deine Freunde mit reingezogen. Schande! 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 Ruhig! Deine Freunde lassen dir ausrichten. Rache! Er wurde gerecht! Er wurde gerecht! Er wurde gerecht! Also, während du auch weg warst, habe ich hier noch ein paar Schilder platziert. Unter anderem da vorne mit Bleib weg für alle Außenstehenden. Und hier... Ey, warte mal. Was schreibst du da drauf für eine Scheiße? Das war ich nicht, ich schwöre, Rüdi! Lenny, hier macht sich einer über uns lustig! Das war bestimmt der Rüdi! Jetzt aber fix dahin, den Raum! Laser. Ey! Was steht denn hier? Das kann ja wohl nicht wahr sein! Ey! Jetzt reiß mir! Ich mach das! Bleib du hinter mir, Rüdi! Scheiße, da laufen sie. Jetzt hör mir mal zu! Hey, wir reden gerade mit dir! Hast du unsere Schilder da drüben angemalt? Überleg dir genau, was du sagst, Mike! Da stehen viel zu nette Sachen drauf für unser Räuberlager. Das kann doch nicht angehen. Ja, und da steht, dass wir Besoffene sind. Nee, war ich nicht. Mike, mach auf! Los! Ich hab den Schlüssel verlegt, Rüdi. Der letzte... Mach auf jetzt! So. Aua! Mach ich will nicht sauer! Mach die Bude auf! Oh mein Gott! Hab ich dich! Voll in die Brille! Ja. Nimm mir die Kartoffeln! Das wird großartig werden. All diese ganzen Sachen, Napalm, verbranntes Fleisch, du weißt schon, Schreie, überall, Chaos! Alles zerbricht, überall ist das Feuer und jeder wird sterben. Alle werden gereinigt durch die Flamme, Herr Knechtung. Dafür stehen wir mit unserem guten Namen.
Gereinigt durch die Flamme. Gereinigt durch die Flamme, Herr Knechtung. Machen Sie uns stolz. Machen Sie uns stolz. Und Sie haben einen Platz sicher in unserem Reiter. Oh, Herr Knechtung. Machen Sie uns stolz. Machen Sie uns stolz. Ja. Yeah. Das macht er immer. Es brennt nein. Nur die Trauer. Gereinigt durch die Flamme! Es brennt nein. Nur die Trauer des Schmerzes. Über die verloren und wiedergeboren. Aber was? When hearts like ours meet. Ach, hallo. I fell for you like a child. Oh, mother fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Kecklack, ich bin der rappende Schamane. Und ich dichte pausenlos, wenn ich nicht Schatzsuchen plane. Ich dachte, ich steppe hier einfach in den Wettbewerb rein. Ich hol mir den ersten Platz, steig auf mein Pferd und reit dann heim. Ich bleib mir selber treu und werd nicht für euch modern. Selbst die Westeros Customs Karren stinken ab gegen mein Pferd. Ich hab gute Ohren, obwohl ich Hater nicht verstehe, denn ich liefer besser ab als die Bulettenfett AG. Ich mach Unwürdigkeit. Ich bin 3000 Jahre alt. Sag was gegen die Insel, ich verflucht deine Gestalt. Ich bin nachtaktiv, weil letztendlich jeder weiß, braucht der Schamane einmal Feuer, statt ich einfach ein Verleihens. Nachdem du mir von meiner Pilze ein Verleihens, bist du inkompetenter als die Inselpolizei. Ich esse 5 Pilze pro Pilze als Mocker, aber ihr schmeckt schneller ab als Kutschers Helikopter. Ey! Das ist live, ne? Ich habe noch keinen falschen Ton gehört. I believe it's meant to be, darling. I watch you when you are sleeping. Not in a creepy way, but you belong to me. Do you feel the same? Und alle, am I only dreaming? Viel weiter! Raid-Taktik. Was war das? Lennart ist umgefallen! Das ist der Boden bricht an! Das ist mein Top-Job! Die Sonne ist aufgegangen. Es war ein schönes Event. Ich muss sagen, ihr wart hervorragend und ein prima Publikum, nicht wahr? Doch jetzt zeige ich euch die ultimative Power des eisernen Stechers! Bist du bereit, Kapuze? Er nickt. Ich empfange sie gerne. Gib mir. Bei der heiligen Macht der Keule! Und natürlich bei meiner Haushälterin. Schlage ich dich hiermit zum eisernen Verbrecher! Rache! Moment mal! Moment mal! Hilfe!
Es ist falsch gelaufen. Ich bin umgefallen. Es war zu viel. Hilf! Und Telefon. Ja, ich spreche die Polizei. Guten Tag, Mo. Spreche ich hier mit der Polizei, Mo? Ja. Was gibt's denn? Okay, Mo. Ich bin eine Kuh, Mo, und mir wurde gesagt, dass bei der Polizei gibt es Bullen. Und ich wollte fragen, ob Sie vielleicht einen Bullen haben für mich. So als Kuh, Mo. Ja, natürlich kommen Sie vorbei. Kein Problem. Ich bin direkt vor der Base. Alles klar, Mo. Danke, Mo. Bye bye. Bis gleich. Aha, ha ha ha. Wir müssen mal unser Telefon ändern, Daniel. Wir kriegen die ganze Prank-Calls rein. Wir sind doch nicht hier der Räuber Hotzenplotz mit seiner Höhle. Wir sind zivilisiert. Das sieht man doch. Der Stairway-Trap. Oh Gott, warum muss ich ja, auch meine Rüstung weil wenn man es gar nicht mehr mit seinem Leben aushält, dann kann man einfach springen und dann wird man zum Engel. Willst du mich für immer lieben? Was? Hey, mach die Tür auf! Hey, das ist unfair, mach die Tür auf! Warum liegt hier eigentlich Stroh? Ja! Warum hast du eine Maske auf? Aber du hast doch die Maske auf! Komm, wir machen noch ein bisschen. Ummachen wir uns so richtig romantisch, komm. Oh, gib's mir! Ich meine, oh, buh, buh, buh. Ja! Hier, da vorne, ja! Das kannst du dir nicht ausdenken, buh! Ja, auf dem Pferdetröll! Entschuldigung! Was soll das? Hallo? Hey! Eine Privatsphäre nicht! Was tun Sie hier? Ich, der eiserne Wächter! Was ist heute los? Wenn Sie das ausplappern, mindestens 100! Und das auch am Sonntag. Ja, ja. Also behalten Sie es für sich. Natürlich. Ein schönen Tag noch. Man sieht sich. Ja. Naja, bis morgen. Tschüss. Oh Gott. Fein um. Hast du gerade geschossen? Sehr gut. Was ist denn hier los? Ich habe in die Luft geschossen, damit ihr anhaltet. Vor euch hat hier jemand mein Pferd überfahren. Der ist hier mit Vollspeed durchgerast und hat mein Pferd einfach mitgenommen. So ein schlechter Mensch. Was für eine Sau. Hat sich nicht ans Geschwindigkeitslimit gehalten. Warte, ich muss das dokumentieren. Ja, ich frage mich nicht mehr. Ja, ich mache auch ein Beweisfoto. Machen Sie ein Foto. Daneben hocken noch. Lieb von Ihnen. Ich werde mein Pferd jetzt gleich hier begraben. Oh, ein bisschen Scrap, nice. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es ist so laut hier, was ist hier los? Solange Sie hier drinnen bleiben, ist alles in Ordnung, ja? Ich kann die Raketen. Moment. Weg von den Fenstern! Oh, Raketen! Oh, Elektrik! Geht hier ab? Ah! Nein, meine Elektrik! Stopp!
Nein! Nicht die Elektrik! Der ist lange! Herr Westside, sind Sie noch da? Herr Westside, der Strom ist aus! Warte gleich, warte gleich! Fahrt schon mal weiter! Ah! Oh, oh! Ah, shit, Alter! Wow, shit, what the fuck? Oh, oh. Oh, mein Gott! Die Detektei! Nein! Raus hier! Raus! Kommt raus! Nein! Dadosch, raus! Dadosch, komm raus und dann erschieß dich! Nein, ich bleib hier, das ist mein Lebenswerk, okay? Alles klar, komm! Bleib bei mir, bleib bei mir! Ich bring ihn vorher nach Hause! Ja, wir bleiben nicht so schnell! Ah! Ah! Rüdiger, jetzt gibt's kein Zurück mehr! Es gibt kein Zurück mehr, Rüdiger! Lass sie mir brennen! Gib keinen Grund zur Sorge! Ist das klar? Hilfe! Ah! Rüdiger! Rüdiger, ich komme zu Hilfe! Schmeißen Sie eine Sekunde! Aua! Das ist das Brautgeschenk. Ich habe es bei der Polizei angerufen und sie informieren lassen. Ich kann sie gerne mal fallen lassen. Da ist keine Munition. Ein Neoprenanzug. Ich kontrolliere die eben. Anzug. Das ist das Brautgeschenk. Alles klar, ich leg's auf den Geschenketisch. Ich meine, wir sind ja jetzt zusammen. Na gut, alles klar. Das ist weder noch, ich habe hier Kabel gezogen. So romantisch. Liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Inselbewohner. Wir haben uns hier heute zusammengefunden, um den Bund der Ehe zwischen ihr und ihm. Also der Jenny, der verrückten Weltherrscherin, irgendwie, was auch immer, die hat sich jetzt irgendwie so ein Therapiezentrum gebaut, das ist komplett komisch, was sie da auf jeden Fall vorhat. Und dem eisernen Rächer, meine Damen und Herren, dem wahrscheinlich, ja, berühmtesten und besten Bewohner dieser Insel zu schließen. Ja, du musst jetzt nicht bei jeder Gelegenheit Musik spielen, meine Güte, ich mache nur so kreative Pausen, meine Güte. Mein Gott. Kann ja, das sein, dass das gar nicht Jenny ist? Auf jeden Fall. Das bedeutet, beide wollen auf jeden Fall ist das die wahre Jenny? Der ewigen Liebe eintreten, bis das der... Also, liebe Jenny, willst du den hier anwesenden... Eisenbrecher zu deinem... Eisernen Becher zu deinem. Oh mein Gott! Was ist denn los? Oh mein Gott! Was ist denn los? Die Brand ist hässlich und tot! Was ist hier los? Oh mein Gott! Was ist hier los? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist hier los? Oh mein Gott! Was ist hier los? Willi, tu dich! Mach was! Er spielt einfach weiter! Hilfe! Willi, raus! Du meine Güte! Mia! Mord! Der war... Was hier passiert? Warum denn? Wo muss ich hin? Himmels Willen! Notarzt! Nehmen Sie mich mit! Nehmen Sie mich mit! Ich werde hier verfolgt! Aua!
Ihr scheiß Bullen kriegt mich niemals! Jetzt voll kann. Oh Scheiße! Scheiße! Nein, nein! Oh Gott! Ich hab Startschwierigkeiten, der Wind! Hilfe! Der ist doch völlig wahnsinnig! Ich hab Startschwierigkeiten, der Wind! Chef, was war denn das heute? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich bin erstmal durch mit heiraten. Das kann ich verstehen. Ja, ja. Ohne Braut. Aber ich habe hier immerhin zweimal die Zunge in den Hals gesteckt, ohne mich zu übergeben. Ich kann schon stolz auf mich sein. Das ist ein Rekord. Das ist ein Rekord. Das ist sehr gut. Und dabei hat sie noch gelebt. Und sonst alles schick, außer dass die da oben euch fertig gemacht haben? Wir sind die Räuber aus dem Räuberwald. Erzähl unsere Geschichte. Lenny, komm mal mit. Lass mal schöne Grüße da, Spaß, ne? Lenny. Hast du gerade gegen unser Tor gehauen, Lenny? Ich mach, was ich will, ihr kleinen Ratten! Lenny, du bist nur am Lenken! Wir haben es gerade noch sagen! Der hat uns angespuckt, Sepp. Hallo? Ja, hallo, ist da mein Anwalt? Ich steck im Knast. Hier ist der eiserne Rächer. Ich brauch dringend anwaltliche Hilfe. Ja, aua, ey, hey, ich ruf meinen Anwalt, ich hab wie wir auflegen. Die Zeit ist vorüber. Bitte auflegen. Auflegen. Bitte legen Sie auf. Wir müssen knallen. Trennen Sie die Verbindung. So, Herr Toro. Schön, dass Sie so kooperativ sind. Natürlich, nun. Natürlich. Ich muss ihn versuchen. Ich hab den Kuchen dabei. Bitte, Abstand. Abstand. Bitte, Abstand. Ich hab den Kuchen dabei, den du haben wolltest. Aber nicht drauf beißen. Okay, danke. Mina, wenn ich euch das hast du da drinnen versteckt. Ja? Ich hab die Kürbiskerne dabei, die du haben wolltest. Oh. Ich hab die Kürbiskerne dabei, die du haben wolltest. Hallo? Daniel. Das geht nicht. Hier ist was rausgekommen. Wie kann man denn jetzt hier eine Anzeige machen? Hier gibt's wichtige Themen. Daniel. Mein Pferd. Daniel. Nimm das! Ja? Sag mal, ich glaube ja, dass wir unschuldig sind. Wohin wir auch schon von der Richter sieht es mal ein bisschen anders. Jetzt geht's los, Philly. Aber die Sache ist ja, ich bin ja einfach mal geframed worden. Ich bin geframed worden wie bei einem schlechten Netflix. Ich muss nur noch deinen Strom fixen. Okay, Herr Dalukat. Ja. Gerade eben wurde mir gesagt, dass Sie hinter der ganzen Sache stecken sollen und Fahnenzieher sind. Nee, das stimmt nicht. Ich habe sogar, ich bin extra gerade in unserer Detektei gewesen, um Sachen vorbeizubringen. Hier, ein Foto. Heute Mittag war der Scharfschütze Bring immer Fotos vorbei und sag dann. Heute, okay. Heute ja, Mittag war der Scharfschütze Jeeva bei mir in der Detektei und der hatte diesen Zettel dabei. Ich habe einen Auftrag für Sie. Töten Sie die Braut Jenja morgen bei ihrer eigenen Hochzeit. Es geht um Rache und Gerechtigkeit. Rufen Sie um 21:45 Uhr unter der Nummer du an und nehmen Sie mir Ihren Preis. Nennen Sie mir Ihren Preis. Genau. Sorry, kann ich lesen. Das ist der Zettel. Hey, Iva, was für ein Zufall, dass Sie in einer anderen Zelle sind. Nun, kleinen Moment bitte. Bitte folgen Sie mir. Sie haben jetzt Zeit, 10 Minuten lang mit Ihnen anwesend zu sprechen. Was schmeißt denn hier Rauchgranaten? Ich bin der Anwalt. Was ist denn hier los? Ich krieg keine Luft. Herr Kalle. Herr Officer. Fangen Sie mir bitte. Der Rauch zieht in die Zelle. Einfach atmen. Öffnen Sie die Türen. Die kriegen keine Luft. Kommen Sie mit, Herr Kalle. Kommen Sie raus. Was ist das? Ich kann nicht sehen, Herr Officer. Ich kann nicht atmen. Bringen Sie mich raus. Ich kann nicht. Ich sterbe. Machen Sie die Tür auf. Okay, hier. Hey, jemand ist draußen. Halt ihn auf. Bleiben Sie stehen. Hallo, Katrin. Stand by me. By me. Jetzt gibt's auf die Schnauze, Rache!
Oh Gott! Ihr Schweine, bleibt stehen! Bleibt sofort stehen! Ganz ruhig! Dass Sie Ihrem Chef ausrichten, wenn ich den nochmal sehe, nicht wahr? Dann. Oh! Haben Sie das verstanden, verdammte Axt? Ich habe alles verstanden, ja? Nochmal, ich werde es mal ausrichten, okay? Nochmal! Nochmal? Hilfe! Wo war mal stehen geblieben? Oh, das war Lost. Was ist das denn hier? Was ist das denn für eine geile Spaßkarre? Hey! Was ist denn hier los? Geile Mucke! Oh. Detektiv Flunkerberg, hallo? Hallo, was macht ein Clown im Büro? Faxen, und jetzt rufen sie hier nicht mehr an. Trollanrufe in meiner Detektei. Jo, ich habe eine Nachricht. Lauf, Lenny, lauf! Oh mein Gott! Ja, ich komme rüber! Ihr Schweine! Lauf, Lenny! Ich will gleich über alle Berge! Lauf, wir müssen durch unseren Räuberwald! Lauf, die haben Schießgewehre! Der hat mich abgeschossen, Rüdiger! Oh, ich schaff's nicht, Rüdiger! Lauf, Lenny! Scheiße! Oh Gott! Na, komm hier rein! Komm hier rein! Hui, Shotgun! Wir haben es geschafft, Rüdiger! Ey, sei ruhig, jetzt verschrecken wir die. Ihr seid an einem bösen Ort gelandet. Hallo, Lieferando hier. Ihre Pizza ist da. Die lügen. Wir mögen es nicht, wenn man uns besucht. Wir sind die Räuber aus dem Räuberwald. Raus aus unserem Wald. Ihr seid hier falsch. Ich hab ihn erwischt! Hast du ihn umgebracht? Ja. Mitten in sein Zwerchfell! Und jetzt verschwindet! Ich blusche nochmal. Meinst du, die sind noch draußen, Rüdiger? Hier kommen Gläser! Rüdiger! Was hast du getan, Chris? Rüdiger! Junge. Nee, die sind weg! Die sind weg! Was? Reingehauen. Wie jetzt? Ja, haben wir sie verscheucht. Ahoi, Rüdiger, schönes Ding. Darauf trinke ich. Aquavit von Herrn Aldi. Ui, schön die Rüstung, Rüdiger. Hau weg, die Scheiße. Hast du eine Freundin? Nein. Bist du schon wieder besoffen? Die würde ich auch nicht nehmen an deiner Stelle. Ey! Hey, hör auf! Ich geh zu Izzy, der hat sich nämlich eh gestern geküsst. Tschüss! Boah, das machst du nicht! Ja, ich mag sie trotzdem. Sie hat einen geilen Schwanz. Tschüss. Also ein Puschelschwanz. Was sie schon wieder denken, Herr Schalukat, also wirklich. Kann ich das in deinen Pool werfen? Ich hab mal in der Doku gesehen, dass man so ganz toll Fische fangen kann. Wenn man denen einfach ein Geschenk hinschmeißt. Ja, aber in dem Pool sind keine Fische drin. Ich hoffe, das weißt du. Da ist doch gerade ein Fisch drin. Die sind beim Lachsmann ja eigentlich, die Fische. Oh! Fahrerflucht! Was? Oh Gott. Hey, für 50 Scrap Metal mache ich Rache to go. Geht los. Ich bin im Geschäft. Ich gebe dir 60. Ja, dann los. Bevor die ganz abbauen. Ich denke, wir haben heute alle Fehler gemacht. Jeder von uns.
Die manchen sind vielleicht ein bisschen übermütig, die anderen können vielleicht nicht so gut Auto fahren, aber ich denke, das, was uns alle als Menschen vereint, ist, dass wir Fehler machen. Aber auch, dass wir über diese Fehler hinwegsehen können. Das macht uns stark und das macht uns als Gemeinschaft auch stark. Und deswegen finde ich, sollten wir nach diesen ganzen juristischen Streitereien, von denen wir heute schon so viele hatten, auch einfach mal zusammenkommen und uns als Menschen begegnen und zu sagen, ja, wir machen Fehler, aber nur so können wir wachsen. Da haben Sie recht. Aber wissen Sie was? Herr Florentin, das ist mir vollkommen Latte. Das bekommen Sie nicht. Das bekommen Sie auch nicht. Das bekommen Sie auch nicht. Obwohl das im Vertrag so drin steht. Oh, was Sie bekommen, ist Rache! Ausgeführt. Au! Ich wünsche Ihnen auch viel Spaß bei der Talentshow. Oh nein! Danke, Herr Bohnefeld, für den Auftrag. Rache to go wurde serviert. Au! So, hier drüber. Oh shit! Wow, shit! Oh, Alter, easy. Scheißegal, ich hatte gestern 6 Dates. Was kommst du her? Was hast du? Was? Du hattest Dates mit wem denn? Ja! Und warum? Hatten wir nicht ein schönes Date? Ja, das Beste kommt zum Schluss. Du warst zum Schluss da. Weißt du, was auch noch zum Schluss kommt? Zum Schluss kommt immer die einzigartige... Wag es! Rache! Wag es! Einfach umgekloppt? Hä? Sie hat gesagt, sie hatte 6 Dates und das Beste kommt zum Schluss. Dann habe ich gesagt, das ist richtig und jetzt kommt das Beste auch zum Schluss. Und dann habe ich ausgeholt und Rache! Holy shit! Haben sie gut? Ich glaube, da kommt schon ihr Double. Ist das diese Ehe, von denen alle ja, sprechen? Ja, das ist die Vorzeige-Ehe. Ach, wirklich? So geht das. Bitte. Du bist so tot! Du bist tot! Hat sich schon wieder gerecht. Du bist der erste Kunde. Sterbe ich da? Ich hab hier noch keine Leiter. Moment. Nee, ausnahmsweise mal nicht. Geht's mal nicht um Sterben. Schön. Ja. Ich muss noch die Beleuchtung machen. Nein. Ist noch nicht ganz eingerichtet, aber du hast die Möglichkeit, ne? Hier für einen guten Preis. Ja. Solltest du ja aber vielleicht hier drüben erst den ersten Teil reinziehen? Also ich hab nur 2. Das ist der erste Teil, okay. Ja, das ist der erste Teil. Ja, ich wünsche viel Spaß. In der Kiste finden Sie entsprechende Utensilien. Du bist bei XXX drin? Oh, guten Tag! Was? Hey, gibt's nichts zu sehen? Ich meine. Ja, der macht. Der hilft mir hier bei der, der hilft richtig, mir hier richtig, bei der Elektrotechnik. Ich mache die Elektrotechnik. Ja. Ich helfe ihm. Mach die Tür auf. Ja. Ja, warte, hier müssen wir noch oben die Lampen anbringen. Warte. Gut, dass du mir hilfst, weil der Helm ist ja Blitzableiter, ne? Also der leitet ja die elektrische Energie, weil sonst kriegt man Probleme. So, ja, genau, hier noch. Genau, hier. Ja. Gut, bin durch. Gut. Ah. Und, hat's dir gefallen? Das nenne ich mal Easy Taken auf einem ganz anderen Level. Ja, ich hoffe, du hast noch ein bisschen Power. Es kommt nämlich noch Runde 2, ja? Du kennst mich nicht. Ach du Scheiße, lass mich hier schnell raus.
Na dann. Du weißt, wie es läuft. Die Musik. Viel Spaß. Als ob. Als ob. Ich weiß nicht, ich glaube, das liegt an meinem Charme. Ja, das könnte sein. Ja, das stimmt, ja. Ich pflanze hier gleich mal ein paar Kartoffeln. Also mit dir würde ich zum Beispiel nie was anfangen. Du bist für mich so ein richtiger Bro. Für mich so ein richtiger Bro. Mit dir würde ich zum Beispiel nie was anfangen. Für mich so ein richtiger Bro. Ich könnte dich nie aus der Friendzone kicken. Hallo. Hallo, Darkness, my old friend. Ich werde mich wieder auf den Weg machen. Bis dann. Und ich wünsche euch viel Glück in der Zukunft. Ja! Mich rauli. What the fuck? Hier ist 30, Mann! Was war das denn für ein Sound? Das klingt, wie schnell der war, Chris. Bin ich noch da? Oh. Ja. Warte. Oh Gott, das Ding ist gerade hochgeflogen, obwohl du draußen warst. Wow! Oh! Ich komm da nicht rein. Hilfe! Was ist das denn? Das ist ja voll schwer! Okay. Das wird schon wieder. Oh. What? Kommen die gerade alle auf einmal? König sein. Folgt mir nach und ihr werdet nie wieder Hunger leiden. Klasse! Lang lebe der König! Lang lebe der König! Ja, wir sind bald Untertanen eines Königs, den jedermann liebt. Ich muss jedoch ernsthaft ermahnen, dass es für euch Pflichten noch gibt. In Zukunft gibt's so viel zu plündern. Das meiste krieg's sowieso ich. Ich darf trotzdem höflichst erinnern. Kein Krümelchen gibt's ohne mich. Seid bereit für den Coup des Jahrhunderts. Seid bereit für den teuflischsten Pack. Ich plane seit Jahren, trotz aller Gefahren, gerissen, verbissen, ganz ohne Gewissen. Als König geboren, zum Herrscher erkoren, erglänz ich in all meiner Pracht. Fletsch die Zähne, bald ist es soweit, seid bereit. Fletsch
klatscht die Zähne, bald ist es soweit. Sei bereit. Rasta, I'll be a Rasta, I'll be a Red Blood Man, alright. Rasta, I'll be a Rasta, I'll be a Red Blood Man. Hast du Kohl, dann komm bei Pia vorbei. Dort gibt es Töpfen, nimm doch gleich zwei oder drei. Kalle frisst Pferde, die Mauki ihm klaut, weshalb man ihnen besser nicht vertraut. Der Buttergolem kommt nirgendwo rein, darum schmiert er sich mit Butter ein. Das Weltherrschaftsmädchen hat nen Megaknall, drum wird unsere Ehe ein Scheidungsfall. Rasta, abe a Rasta, abe a Rasta. Danke für diese schönen Talente. Oh, yeah. Wir reisen wieder zurück an den Punkt, kurz bevor du stirbst. Kurs. Ich denke, es ist gut, dir zu vertrauen. Ja, ja. Anstallen, auf 144 Sachen beschleunigen und dann back to the fucking future! Oh. Das gehört dazu! Sind wir schon da? Kurz rein bei dir. Ich glaub, der Raketenwerfer ist drin und ich will gerade was machen. Okay. Wow! What the hell? Was ist das? What the hell? Oh, Eisbär! Au! Au! Wo kommt der denn her? Au! Es gibt das Rennen, geht jetzt los, ganz schwierig. Das Death Race quasi. Seid ihr alle bereit? Ab der Straße darfst du ballern, Brian. Vollgas! Team, fahr! Ich geh los! Fahr! Schieß einfach zu! Let's go! Raus, runter! Ich hab hier nicht umgefahren. Knecht ist erstmal tot gefahren worden. Ich glaube, die größte Gefahr hier bist du mit deinem Heli. Kann sein, ja. Also erstmal haben die zu früh geschossen. Oh! Ach du Scheiße! Hier haben wir schon einen Down. Oh nein, der hat einen Stern! Fahr! Toro, schmeiß den roten Panzer! Ja, getroffen! Sehr nice! Sehr nice, Vorsicht, ja! Vorsicht! Au! Toro, du musst mich heilen! Ich bin am Arsch! Und rein! Da nimmt einer... Und da ist ein ganzes Haus oder so weg. Rot. Oh, jetzt geht's ja mal richtig. Jetzt geht's hier wild zur Sache. Mit einem Rammmanöver. Ist da nur noch einer im Auto? Nein, da wird geschrotet. Oh, was? Oh, scheiße. Ich darf nicht das Hindernis sein. Da wurde einer wild gedreht. Wir bleiben dran. Ein Team mit Schrot, eins mit AK. Und eins mit Flammenwerfer. Oh, beide drehen sich da weg. Wir haben Items Stimme auf jeden Fall gehört. Und der Flammenwerfer war auch eindeutig. Dieser blöde Zwischenfall mit den beiden Autos, die sich beide weggedreht haben, war natürlich teuer. Moment, was? Ist da ein Geschütz?
Oh, das ist ein Hindernis auf der Strecke. Oh, muss ich mal wieder ein bisschen aufholen. Wir haben auf jeden Fall ein neues führendes Team, aber einen weiteren Checkpoint. Checkpoints markiert mit den roten Lampen. Moment, das ist schon das Death Race Ziel. Oh Gott. Hilfe, was ist hier los? Unterwegs. Oh Gott. Hä? Was war das jetzt? Soll ich mir ihn geben, damit du nicht wieder aufmachst? Nee, das ist nicht meins. Wir kriegen ja Oh, verdammte Scheiße. Mach wieder zu! Hast du zugemacht? Ich hätte das so schnell jemand hier. Los, was ist denn da in deiner Maschine drin? Ich bin mit dem Heli nicht mehr hinterhergekommen. Das sind 4 Motoren, oder? 3 dicke, ein kleiner. Ihr fragt euch, was das für ein Auto ist? Das ist Technik aus der Zukunft! Ich hoffe, ihr kommt damit weiter. Ich wünsche euch viel Glück und wir sehen uns in der Zukunft! Wir müssen 144 Stundenkilometer draufbringen! 144 Stundenkilometer! Drück den Flugkompensator! Also, 3 sind jetzt die Zahl. Hey, oh! Nein! Oh Gott! Nein! Mein Heli! Nein! Wir sind durch die Zeit gereist! Das ist alles okay. Das ist nicht, nett vor allen Dingen. Wer ist das dann? Das ist ein anderer Helikopter. Was macht der andere Helikopter? Oh mein Gott! Ah! Ach, du machst du nichts! Oh mein Gott! Das kann ich nicht retten. Hallo Renka, wie geht's? Oh mein Gott, mach doch nichts! Noch, warte! Das war anders. Hat geklappt. Also hatten davor Leute den Knopf gedrückt? Ja. Ja. Ich war schon Dritter und ihr kamt noch nach mir. Oh Gott. Nein! Einsam! Aus dem Weg! Das weiß ich nicht. Er hat meine Klamotten. Das weiß ich nicht. Aus dem Weg! Oh, hast du mich da wen überfahren? Ich konnte nicht mehr ausweichen. Der Input ist so delayed. Du noch ein paar Das Teile. Ende. Die greifen dich random an. Das Ende da. Infizierte. Das töte den Item! Das ist ein infizierter Item! Geh weg! Was ist das denn für einer? Das ist ein Infected! Oh, pass auf! Oh Gott! Zombie! Ja. Sie werden euch holen! Sie werden euch überrennen! Und unsere Diener kommen! Holt die Mistgabeln raus! Oh mein Gott! Okay. Die schmeißen mit Granaten! Okay, das war... Haltet euch fest! Wir gehen zusammen unter! Das Ende naht! Ja! Bitte nicht! Wir meinten das mit dem Ende naht nur als Scherz vorhin! Die Schweine! Oh oh!
Was ist passiert? 3 5 9 10 Ich weiß es nicht. Ich höre noch eine Kettensäge. Eine Kettensäge. Ich höre eine Kettensäge noch. Zeig dich. Die sind da. That's it, my friends. That's it. Ah, that's it. Norden! Nordwestwelle! Renn, Gefühlse! Ich rette dich! Mit gezielten Aids! Schicke Buden! Ah, das Auto ist weg! Reinhalten! Das war keine Absicht! Sie kommt zum Roll! Granate close! Die kommen rein, die kommen rein! Ich habe 2 von denen erwischt, von diesen menschenfressenden Schweinen. Oh no. Hey, Brian, das stimmt ich nicht! Ich wurde getroffen! Der Turm wird gesprengt! Boah, sind das viele! Was geht denn da ab? Rein! Der Turm wird gesprengt! Weg da, Leute! Granaten! Yeah! Ich mach die alle weg! Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, für das hier. Ja, wow, das ist so cool, wirklich. Macht richtig Spaß mit euch beiden. Hm, richtig. Oh, was? Mit euch beiden. Digga! Was? Was ist los? Was? Sie hat meine Bilder übergeklebt! Keine Ehre, Alter!
Betrüger, Verräter, Lügner. Was? Warte, vielleicht ist sie kaputt. Ich hau mal drauf. Ah! Ich glaub, die Tonne ist kaputt. Komisch, da war wohl jemand... Falle! Oh Gott! Aua! Hast du eine Freundin? Ach, Michelle Lucard, ja? Schön die ganze Zeit rumheulen. Oh, ich sitze im Feuer, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich also, wenn du willst, können wir irgendwann mal auf ein Date gehen. Oh, fuck. Danke! Kannst du mir die oberen Sitzscheinwerfer sind ausgefallen? Hör auf, den General anzuschwitzen! Ich wollte ihn doch! Warte, wo die Macke! Aber die waren halt schon verpackt. Was? Geh weg! Auf ein Date! Das war doch nur, um ihn zu beeinflussen! Hier wird nicht rumgeflirtet werden, wir wollen angegriffen werden, verdammte Scheiße! Nein, nein, nein! Ach, du weißt doch gar nicht, was Liebe ist! Anscheinend ja besser als du. Läuft ja richtig gut bei dir, ha? Klar. Ne, guck du. Also ich sehe hier nur eine traurige Frau, die von dir geliebt werden will. Und du bist so dumm und checkst das nicht, weil du typisch Mann bist. Ich esse mein Brot. Wir werden angegriffen. Rein, rein, rein. Geil, wir haben ein Pferd am Telefon. Ach du Scheiße! So werden uns Anrufe beantwortet. Mal eure Aufmerksamkeit ganz kurz. Denn jetzt ist mein großer Moment gekommen, wo ich mich von euch verabschieden muss. Ich werde diese Gegend nun verlassen. Und ich werde leider morgen beim großen Kampf nicht dabei sein können. Aber jetzt werde ich gehen. Und ich möchte, dass ihr euch alle an mich erinnert. An den, der 33 von euren Pferden abgemurkst hat und der sich jetzt für immer von euch verabschieden wird. Ich habe die Pferde solche in den Griff bekommen, aber wenn weitere Zombies folgen, dann tut es mir leid. In dem Sinne, meine Damen und Herren, ist mein Name Kato de Kalle Kuschinski und ich habe euer Pferd gefressen. Okay, Applaus. Hey, wieso drehst du? Das war Rache, Bitch! Komm her! Nein, aua! Komm her! Nein, aua! Komm her! Du hast Rache, Bitch, gewählt! Ich brauch die Musik. Nein! Auf hier umzollen! Ich bring dich um. Ich? Bin der eiserne Rächer. Du hast die epische Rache gewählt. Bin ich. Und du, wir werden in der nächsten Season zusammenziehen und eine On-Off-Schlotzen-Beziehung haben. Deswegen, Baby, nimm's mir nicht übel, aber ich bin immer noch steinhart. Rache! Sag, dass es dir leid tut. Du hast gesagt, du willst dich von mir scheiden lassen. Ja, aber nur weil du so doof bist. Nein, es tut mir leid. Nein, nein, Jenny! Jen! Der hat mich... Was der ist ein Geier? Er hat mich angestoßen. Das hat er mit Absicht gemacht. Was ich sagen wollte, ich hab nur Gippi... Das hat er mit Absicht gemacht. Ich hab allen meinen Helikopter... gespendet. Der Grund auf dich auf. Ich war, hast du bestimmt noch nie bemerkt, aber ich bin immer da. Auch wenn du nicht da bist, ich bin trotzdem da. Und wenn ich nicht da bin, bin ich trotzdem da. Und ich bin immer da und ich nerv dich immer und ich werde mal alle umbringen, die dir zu nahe kommen. La 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 la. Was? Ich ja selbst emotional, Alter.
Aber da ist Losty. Losty! Losty! Musst du bei du solltest Sherlock hart rächen. Der hat mich angefasst. Was? Mach die Tür auf, komm her. Hast du sie angefasst? Schade, beim Vorbeigehen. Ja! Ja! Herr Recher! Hier bin ich! Hier drüben! Ja, hat doch Blindesberg noch Platz? Nee, falsche Tür! Alle guten Dinge! Ich glaube, wir können auch. Komm schon! Hier! Jetzt! Wir sind gut bewaffnet. Ey, lass euch tot und taub mal alle. Herr Richter! Nein! Es war Notwehr! Kaltblütiger Mord! Kaltblütiger Mord! Okay. Ist die letzte Reise, die er schafft. Was denn? Ihr gleicht. Nein, der fährt schon los! Steigt ein! Steigt ein! Ein! Rein! Schieß! Max! Ja. Drauf, holy shit! Er hat sich gedreht. Oh. Sie bewegt sich! Sie läuft! Sie flieht! Sie flieht! Ich möchte nicht geplündert werden! Oh Gott! Warte, Herr Kiste, bitte warten Sie doch kurz, sonst müssen wir. Scheiße, dass meine Tarnung nicht ausfliegen, die will ich sagen. Okay, warte mal, ich probiere was anderes. Ich weiß, wie man Kisten aufkriegt. Ah, mit Fackeln. Ich habe einen Flammenwerfer mit. Das ist mal eine gute Idee. Hör mir! Jetzt hau ich dir aber auf die Schnauze! Komm zu mir! Leute, ich bin doch der eiserne Rächer! Hey, der eiserne Rächer würde niemals wegrennen! Kann jemand noch die Schredderkiste leer machen, bitte? Ja, guck mal. Scheiße! Du bist so ein mieses Stück! okay. Du kannst mich hiermit rächen. Das war die beste Entscheidung des Lebens, dich auf der Hochzeit umbringen zu lassen. Denn du bist einfach nur krank, verdammte Scheiße! Wollen wir vielleicht alle gemeinsam von der Insel gehen? Ich hab noch C4. Wäre ich dafür? Oh. Oh Gott! Die Idee hatte schon wer anderes. Das ist aber okay. Hab ich gelöst. Das war Jenyan. Ich hab's geklärt. Oh Gott. Rasta, I'll be a Rasta, I'll be a Rastblasman. Hast du Kohlen, dann komm bei Pia vorbei. Dann gibt es Töpfen, nimm noch gleich 2 oder 3. Kalle frisst Pferde, die Mauki ihm klaut. Weshalb man ihnen besser nicht vertraut. Der Buttergolem kommt nirgendwo rein. Darum schmiert er sich mit Butter ein. Das Weltherrschaftsmädchen hat nen Megaknall. Drum wird unsere Ehe ein Scheidungsfall. Rasta, I'll be a Rasta. I'll be a Rastplatzmann. Rasta, I'll be a Rasta. I'll be a Rastplatzmann. Wer jetzt nicht dabei war, tut mir leid. Wartet auf den zweiten Teil. Und sorry, dass ich Gippi das Ende versaut hab. Ich hoffe, er verzeiht mir für diesen Shit. Hallo! Ja. Schönen guten Tag. Wer bist du denn? Gehört zur Polizei. Kennen wir Achtung, auch? Bombfeld. Nee, ich glaube nicht. Oh, okay. Von wo kommst du? Warst du schon immer hier? Also, ich bin von einer anderen Insel und ich wurde angespült und ich dachte, alle sind tot und jetzt suche ich ein paar Freunde von denen. Und ich weiß nicht, dein Gesicht kam mir so bekannt vor, aber du bist doch nicht der, den ich dachte. Ich hoffe, wir werden gute Freunde. Ich wohne schon immer hier, aber mittlerweile sind heute sind echt viele Verrückte angeschwommen worden. Freut mich, dass du normal bist. Ja,
Ich bin eine der normalsten, die du kennenlernst. Oh nein, es wird immer schlimmer. Och nö, den kenne ich glaube ich auch. Was machen Sie ja eigentlich? Monsterplan. Monster! Kommst du her! Wo bist du? Wo bist du? Da bist du! Kommst du her! Sag mal! Komm sofort her, hier! Bleibst du stehen! Hilfe! Komm her! Na, Freund! Sagst du noch einmal Eimerkopf, dann hole ich mir deinen Kopf tatsächlich! Hast du das verstanden? Sag mal, hast du meinen Opa gehauen, oder was? Verdammte Scheiße, das ist ein Ding zwischen mir und ihm! Hast du das verstanden? Und jetzt komm hoch! Au! Ich glaube, ich bin auf meinen Schlüsselbund gefallen. Da stehen zwei Pferde? Was ist denn hier los? Da standen zwei Pferde. Zu Hause haben. Einfach dran vorbeigehen, einfach dran vorbeigehen. Halt mir bloß vom Leib, du! Geh du schlapprige Queen, Alter! Du verrückte Fake-Prinzessin! Nein, lauf! Komm, geh komm, weg! Komm, du hast wenigstens so schlapprige Titten wie du! Wie bitte? Meine Titten sind wunderschön, ja? Die hängen dir bis zum Knie! Das stimmt überhaupt nicht. Sie sind wunderschön! Doch, die wehen im Wind. Wenn der Wind weht, dann wehen die auch immer wieder. Du bist nur neidisch! Du bist nur neidisch, weil ich eine echte Prinzessin bin. Ich habe deine Schokolade geklaut. Ich weiß. Und dafür wirst du büßen. Das sage ich dir. Wir werden uns wiedersehen. Ja. Schild, so, Bild, Schild. Unabhängig, überparteilisch. Überparteilisch. Tyrannische Nachbarn. Räuber Schlotzenplotz und seine brutale Sippe terrorisieren den Rustplatz. Wie viel nehmt ihr uns noch? Kommt jetzt die Zwangssteuer? Oh, das ist aber richtig gut geschrieben, so wie die Bild, so wie die Bild das machen würde. Okay. Aber ich dachte, hier wenigstens auf dieser Insel wäre ich vor solchen Schmierenblättern verschont geblieben. Aber naja, anscheinend nicht. Redakteure gibt's überall. Schmutz. Mein Name ist Lost und ich bin wieder mal am Start. Auf Rustplatz 3, Season Hard. Legenden kommen, droppen, was 50 Euro rein? Digga, du musst besoffen sein. What the fuck? Carol, was hast du bisher schon erlebt hier? Oh, viel zu viel. Hab schon Kopfschmerzen. Da war gerade jemand, die hat sich als Jenyan ausgegeben und die klang genauso wie ich. Echt jetzt? Dabei ist das nur ein kleiner Junge. Ja! Total weird. Oh, hi. Huch, wo ist denn Kalle? Bist du es, Pia? Ja, du auch. Ja, ich bin nicht Kalle. Und, warum? Lass dir nichts gefallen hier in deiner Nachbarschaft. Hä? Erkennst du mich nicht? Ja, natürlich. Einer der Rächer. Krasser Motherfucker. Ja, natürlich. Schenker, Schutzheiliger. Ja. Du sollst mir noch Kartoffeln. Ah! Es freut mich, dich zu sehen. So überschwänglich muss ich auch mal wieder reagieren. Komm hoch. Was hier? Geht's gut? Ich hoffe, du bist gut aufgestanden. Ja, bin ich. Komm sofort her, du kleine Miese! Mir eine Bärenfalle dahin zu legen! Kommst du her! Komm her! So! Lauf um dein Leben! So, Fräulein! Und dann klaust du meinen Helm, ja? Mein Helm! Soll ich dich gleich hier und jetzt rechnen? Hm? Entschuldige dich! Entschuldige dich tausendmal! Oh, ich weiß doch gar nicht! Du bist so ein Lügenschwein, du bist so ein Lügenschwein, dafür sollte ich dir jetzt schon wieder auf den Dötz hauen! Aber du liebst mich, deswegen machst du es nicht. Es ist ausgeschlachtet, also. Da liegt jetzt nur noch mein Ehemann drin. Soll ich das mit dem Ehemann umwalzen? Ja. Also, außer Sie haben Skrubbel davor.
Nein. Ein Panzer. Ach, du Scheiße. Was? Warum ist da ein Panzer? Hier. Das ist. Ich zieh um. Und, ja, jetzt wird hier erstmal, naja, abgerissen halt. Wir sind nach hinten umgezogen, um die Lautstärke auf der. Ja, ja, wir sind nach hinten umgezogen. Da liegt doch jemand drin. Um, ja, nein, das ist. Ah, oh, das ist der Absicht. Da liegt doch jemand. Aha. Oho! Nur für dieses Oho, ne? Cool. Nur für dieses Oho spiele ich mit Jenja zusammen. Let's go! Kannst du nochmal Oho sagen, bitte? Oho! Warum? Das klingt einfach schön. Inspektorin Julie, ich fliege zurück. Hallo? Hallo. Ja, ich habe auf ihren Heli 8 gegeben. Vielen Dank. Ja, ich habe gehört, du hast Stress. Du hast Stress. Bis später. Bis gleich! Oh mein Gott! Oh nein, die Kutsche! Blut! Du lebst Blut. Noch? Ich habe nicht mal Schaden bekommen. Du lebst noch. Sie hat doch gesagt, sie kommen ja später mit dem Panzer und reißt das Gebäude ab. Jetzt habe ich sogar einen Warum Beweis. Machen Sie das sofort? Das Ding ist so hoch. Also das Gebäude ist wirklich in der Flugschneise für Helikopter. Der General hatte recht. Das Gebäude ist zu hoch. Wir haben jetzt die obere Etage wieder weggemacht, dass man den Himmel wieder sieht. Ja, das ist sehr gut. Guten Tag. Okay. Freut sich das Bauamt. Nice. Hab halt von Piraten geträumt. Ja. Ist mir egal. Interessiert mich doch nicht, was du träumst. Schön, dann interessiert mich auch nicht, was du träumst. Ja, werd ich dir auch nie erzählen. Wahrscheinlich G-Sachen von mir in Unterwäsche oder so. Warum sollte ich von dir träumen? Warum nicht? Jeder träumt von mir. Bin halt ein krasser Motherfucker. Falsche und krass. Antwort. Und geil. Jetzt, nein, und du hättest sagen müssen. Stecker. Nein, nö, du hättest sagen müssen. Ja, weil du mich liebst. Und ich sag, ja, du hast recht. Ja, ich kann dir doch nicht böse sein. Natürlich, alles war die falsche Antwort. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde langsam weich. Nee. Ich glaube, ich muss mal wieder solo gehen. Sag das doch mal. Na, ich glaube, ich muss mal wieder solo losziehen. Ja, dann geh doch. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Gehst du vorher rein oder sollen wir da zusammen hochgehen? Ich gehe jetzt rein und dann rufst du mich. Du rufst Jen oder Weltherrschaftsmädchen. Okay, ich komme in 30 Sekunden nach. Ja. Wer ist davon? Hallo? Was? Kätzchen. Jen? Ja? Jen-Schatz? Also, das ist echt schön also hier in deinem Häuschen. Ja, das ist unser Garten. Wer bist du? Was willst du? Nennst du sie Schatz? Hallo? Bist du wahnsinnig? Das ist meine alte verdammte Kacke. Seh zu, dass du Land gewinnst, ansonsten hau ich dir das ist meine Freundin, was willst du denn? Bitte? Was willst du denn? Hä? Was ist das? Das ist meine... Ey, warum wäre ich niedergehauen? Das ist meine Freundin. Das ist...
Hallo? Erkläre das sofort. Aber es tut so weh. Erkläre das. Schatz, also, rette mich. Gleich noch mehr weh tun. Was ist also, das für einer? Na, hey, rette mich. Die Finger da weg. Du nimm die Finger da raus! Schatz, rette mich! Aber du hast doch gesagt! Ja, ich muss so ein Solo-Ding machen! Danke! Dann knüppel ich dich, verdammte Scheiße, nieder! Warum willst du mich so niederknüppeln? Das ist... Ich dachte, wir sind... Ja, Schatz, ich hab doch gesagt, ich hab einen Freund! Du hast doch so... Du willst doch so ein Solo-Ding machen! Kommst du her! Ey, lass das! Lass ihn in Ruhe! Du hast doch gesagt, du willst ohne mich machen! Solo! Wir sind ver... Lass dir auf die rumzuschießen, was für eine Macke! So! Da hast du jetzt! Hey! Du hast gesagt, du willst Solo sein! Ich hab gesagt, Solo! Du hast gesagt, du willst Solo sein! Ich erinnere mich an die Momente, wo du mal sagtest, ja, so, ich bereue dich und wir hätten uns scheiden lassen sollen und ja, wir können uns trennen und jetzt gebe ich dir das. Das war nicht der Plan. Also, Herr Tat würde ich jetzt auch nicht reingehen, verdammte Kacke. Aber die geht mir halt schon manchmal richtig doll auf die Eier. Außerdem schleppt sie mal irgendwelche Typen an. Außerdem hat sie sich verbindet mit diesem komischen Stricker, Stribbi, Stritzer oder wie er sonst heißt. Keine Ahnung, irgendeine Weichflöte. Und dann muss ich das wieder alles ausbaden. Das waren uns Schauspieler. Was? Du hast 150 Scrap im Casino ausgegeben, also habe ich 150 Scrap für einen Schauspieler ausgegeben, damit der dich eifersüchtig macht. Ja, das ist wach geworden, Inspektor, Kommissar, also alles das Gleiche. Ey, da gibt's Unterschiede, jawohl. Guten Morgen. Also, guten Morgen. Die sind mir noch nicht richtig bewusst geworden, aber ja. Guten Morgen. Ich möchte gern wissen, wo Ihre Kollegen sind. Möchten Sie die Wahrheit wissen oder möchten Sie... meine Geschichte hören. Ich möchte nichts außer die Wahrheit. Meine Kollegen liegen beide gerade im Keller und ich habe den beiden die Hose ausgezogen, um zu vergleichen, wer den kleineren Pillermann hat. Was? Oh mein Gott. Das ist der Radler, der hat den kleinsten Pillermann. Es tut mir leid. Das haben wir gerade getrieben und dann kam sie. Vielen Dank. Jetzt habe ich Bilder im Kopf, die ich niemals haben wollte. Danke. Oh mein Gott. Das ist nicht sehr professionell. Das ist nicht sehr professionell von mir. Okay, ich tue so, als hätte ich das nicht gehört. Wenn Sie wollen, können Sie selbst gucken. Die liegen da noch. Da. Da liegen sie noch beide. Ich meine, einen Blick riskieren. Gucken Sie mal, sehen Sie? Moment, ich muss meine Lupe aufziehen. Oh, shit. Oh mein Gott. Okay, ich wünschte, ich hätte das nicht gesehen. Aber erzählen Sie bitte nicht, dass ich es gezeigt habe. Es kann ihm unangenehm sein. Er hat gestern zu viel getrunken und ich dachte, ich mache mir lustig über ihn. Ja. Wollen wir unter unserem Stammbaum, der ein Kreis ist, im Swimmingpool schlotzen? Ja. Sehr gut. Weißt du bist für mich wie eine Schwester. Was? Wie eine was? Ich meine... wie ein schwerer Schwan, der am Himmel thront. So schön bist du. Moment, Moment! Penelope! Ja? Du stehst in den Zeitungen? Penelope auf der Flucht. Welche Rolle spielt... Was ist das denn? What the fuck? Warum stehe ich da auch? Was ist das denn? Penelope auf der Flucht? Welche Rolle spielt der Polizeipraktikant? Ohne Probleme. Schlimmer als die Schule. Los dir! Du wirst immer besser! Ich merke immer mehr, dass du echt perfekt bist. Jetzt bist du schon ein Scrap-Scheißer. Du musst nur was sagen. Ich regel das für dich, schau mal. Ich lasse es wie einen Unfall aussehen. Hä? Los dir ist mein Bro!
Probier's nochmal. Jetzt war's cool. Nicht. Weil das Verhalten der Person. Hinter dir. Gib ihm 5 Sekunden wegzulaufen. 3, 2, 1. Sind Sie bescheuert oder was? Haben Sie nicht mehr alle Latten am Zaun? Gehen Sie weg. Verdammte Kacke. Als ob ich in die Straße gehört. Den General nicht gehört. Scheiß auf den General und sein alles blödes Ding hier. Okay, töten Sie ihn. Der General habe Sichtkontakt. Soll ich schießen? Hey, beruhigen Sie sich, verdammte Scheiße. Ich mache hier gerade ein großes Geschäft. Sie wollen doch keinen... Sie wollen doch niemanden beim Scheißen erschießen, oder was? Oh, was ein Haufen! Sie möchten die Gesundheit der ganzen Stadt in die Hände eines Praktikanten legen? Die Gesundheit, ist so gut? Die Gesundheit dieser Stadt ist schon an einem Minipunkt, am absoluten Tiefpunkt angekommen. Wenn Sie sich hier mal umgesehen haben, Drogen ist das geringste Problem der Stadt. Und wenn, wird es wahrscheinlich den meisten Leuten noch helfen. Der einzige Grund, warum wir das verhindern, ist, weil es unser Job ist und weil wir es machen müssen. Aber wenn Sie sich die Leute anschauen, denke ich, die pflanzen alle was an. Losti ist gestorben! Ja, Mann, Louis, du bist alt, wie man sieht. 137 Jahre, Baby, Bibi, was geht? Mit deinen 5 Flossen bist du wieder am Start. Du bist nein, Ohrbart. Weiß ganz genau, wie es geht. Du bist halt ein alter Quirrelland, hey. Also gibst du Infos wieder raus. Du bist so ein alter Lustmeuchel. Danke dir, was ist denn heute los? Alle springen im Kreis und es ist so famos. Alle das gehen ab und so sind randalmäßig unterwegs. Ja, das Leben, es lebt. Irgendwo kommt das Flugzeug her und droppt irgendwas, oh yeah. Doch Balui sieht es wieder mal und er ermittelt wieder eisenhart. Oben ist Feuerwerk, wie man sieht. Steckt die Hände in die Lüfte, bis es bebt. Alle sind wieder mit an Bord. Wir feiern Leute, die Party. Vielen Dank. Happy Be on a Birthday Song. So nervig, Alter. So nervig, diese Bären fallen. So nervig. Ja, Mensch, Ja, keine Ahnung, ey. So. Hab ich wieder nicht gesehen, die Scheißdinger, ey. Och, meine Fresse! Ah, kann ich nicht reden. Oh, das ist ja krass. Alter, da hat sie sich richtig Mühe gegeben, ey. Oh, was ist hier? Muss ich nur anmachen? Was ist hier drin? Oh. Ich hab 2 Köpfe. Ich bin noch nett, weil ich nicht so viel Zeit mit dir verbracht habe und jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Wo ist denn der Stein eigentlich? Das habt ihr 2 Stunden lang gefarmt, du und Los? Ja, also ja. Überleg nochmal. Ich muss mal aufs Klo.
Wie, du musst aufs Klo? Scheiße. Ich muss aufs Klo, wirklich. Wir haben einen Suchscheinwerfer, mit dem können wir sehen. Doch leider werden wir nirgendwo runtergehen, denn hier ist Danger Zone. Danger Zone. Was ist denn auf dem Schild? Wenn ich das Schild angucke, dann sieht das so aus, als ob da mein Rächer gerade geschossen wird. Und das macht mich ganz traurig, wenn der tot wäre. Nein, nein. Tschüss. Oha, nein, nein. Ging ins Knie, wa? Also, wer hat das in Auftrag gegeben? Wer hat das gemalt? Ich fühle mich leicht angesprochen. Krieg, wem ich soll Arsch aufreißen? Hallo. Alles Gute zum Geburtstag. Happy birthday to you. Popovic. Alles Gute zum Geburtstag! Hey! Happy Birthday! Yay! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday to you! Jetzt wissen wir auch alle, weshalb sie Publikum geworden sind und keine Sänger. Ich wurde hier angespült, zwar nicht mehr stoned, aber mit einem Stein in der Hand. Wieso eigentlich ein Stein? Wieso nicht Papier oder Schere? Niemand weiß es. Naja, jedenfalls hatte ich keine Ahnung, wo ich hier war. Hab ich rumgelaufen. Mir ist aufgefallen, jeder hier ist entweder völlig verrückt oder hat einen komischen Akzent. Oder beides. Und da wusste ich, okay, ich kann den Ort hier zumindest eingrenzen auf Sachsen oder Bayern. Ne? Und was mir auch aufgefallen ist. Und so ist das mit vielen Leuten hier. So viele alte Leute hier. Man könnte meinen, auf dem Rust-Server sind mehr Boomer als bei Left 4 Dead. Mehr Boomer als von Left 4 Dead. Die kennen. Ich weiß nicht, ob sie die kennen, im Speziellen dieser Nils. Der ist so alt, ja, bei dem liegt nicht nur die Pipi, der liegt auch die IP. Direkt eine Minute nach Serverstart. Wie sind die? Kann man eigentlich sagen. Der war gut. Ja. Der eiserne Rächer und Jen hatten geheiratet. Ich weiß nicht, ob sie das mitbekommen haben, aber meiner Meinung nach konnte das ja überhaupt nicht gut gehen, weil die Ehe war ja von Anfang an im Eimer. Ich war tatsächlich gar nicht im Krankenhaus. Ich glaube, während ich da einfach bewusstlos lag, ist der Kollege weggelaufen, wollte Hilfe holen, aber... Wir hatten mein Pferd zwar nicht gefunden, aber ich wurde wach und das Pferd hat mich gefunden. Ich wurde wach durch eine lange Zunge und ich bin feucht aufgewacht. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Das ist nur für dich, du kleine Drecksau. Haben Sie da was zu sagen? Wir spielen's beim Kacken und Kacken. Ja, dann arbeite schon mal vor. Immerhin wäre dann deine Frau am Valentinstag allein im Gefängnis. Nein, das kann ich nicht zulassen. Das kann ich nicht zulassen. Ja. Das wird nicht passieren. Wir werden den Fall gewinnen. Sonst gehen wir einfach zu zweit in den Knast und dann sind wir dann natürlich, zusammen. Natürlich! Oh, das Telefon klingelt! Hallo? Herzlich willkommen bei 1, 2 oder Schmerz! Hallo? Hier ist der Hot Button!
Karten. 1, 2 oder Schlotz. Sind Sie bereit für eine sagenumwobene Gameshow? Ja, aber natürlich. Oh mein Gott. Wie wahnsinnig. Vor Ihnen stehen 3 sagenumwobene Tore. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Sie haben die Möglichkeit, einen Preis zu gewinnen. In einem Tor ist der Schlotz. In den anderen 2 Toren ist ein super geiler Hauptgewinn drin. Aber es kann auch Ihr Leben kosten. Sind Sie bereit? Sind Sie gewillt, mitzumachen? Egal, was er will, das stimmt. Kann auch Ihr Leben kosten. Ja, ich nehme Tor Nummer 3. Dann kommt jetzt Ihr Tor Nummer 3 bei 1, 2 oder Schlotz. Oh, schade! Kann ich nochmal mitmachen? Dass wer auch immer dafür verantwortlich ist, was da drin ist, mich jetzt hört und weiß, ich habe sie nicht verdient. Und da ich sie eh nicht bekommen werde, kriegen sie die Wissen. Ah! Eh nicht bekommen werde, kriegen Sie die Wissen. Ah! Oh mein Gott, was machen Sie? Sind Sie wieder auf dem Boot gelandet? Holy shit. Hallo, leben Sie noch? Ah. Soll ich helfen? Ja, bitte. Ja, das ist jetzt blöd. Einspruch, Einspruch, Einspruch. Ich muss leider nochmal intervenieren, Herr Richter. Ich muss Sie leider aussah, bitte bitten, dass Sie mal bitte meine Anklage jetzt hier wirklich auch mal hier zum Tag bringen. Denn letzten Endes ist es ja auch so, Sie haben also dem General die Befugnis erteilt, das Haus zu zerstören, obwohl ich noch in dem Haus war, ja oder nein? Ja. Euer Ehren, keine weiteren Fragen. Um zweierlei Perspektiven klar zu deuten, freies Recht zu sprechen und hiermit erkläre ich für Herrn Kuschinski für schuldig im Sinne der kommenden Anklage und zwar Verschwendung meiner Zeit. Deus Vult! Deus Vult! Deus Vult! Deus Vult! Sie erzählen jetzt nochmal die Geschichte und das Problem. Und zwar in einem Dialog mit Herrn Ex-Kommissar Balui. Kuschinski, ich muss jetzt mit dem alten Knacker reden, das ist ja natürlich hier ernst. Der ist doch gar nicht mehr im Dienst. Das ist ja schon wieder gerufen. Ich will die Folterstrafe, oder ist das schon die Folterstrafe? Ja, das ich will ist nicht die. In die Militärfolter, ich will nicht mit dem reden müssen. Viel Spaß, Herr Balui. Ich will in die Folter, in die Folter. Ich will schwitzen Balui. Sehen. Ich will über das Zelt rennen. Bitte, raus. Bitte, nein, komm, lassen Sie mich nicht mit dem verrückten Kreis alleine. Viel Spaß, nein. Herr Kuschinski. Ich mache alles, was Sie wollen. Weil ich ja jetzt auch hier bin und Sie bewachen soll. Und ich bin ja auch eigentlich jemand, der gar nicht so viel redet, weil in Kasachstan habe ich ja auch, musste man ja auch immer ruhig sein, wegen den wilden Tieren, wissen Sie, wegen den Bären. Da musste man dann auch still sein. Atemlos hier im Knast, weil der Kreis mich voller wird. Atemlos hier im Knast, ich bin komplett. Ich bin ein Flummi. Boing, 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 boing. Ich bin ein Flummi. Boing, 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 boing. Schluss jetzt, Kommissar Balui. Kommissar Balui, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kommissar Balui. Nein, die Zeit ist um, Herr Kuschinski. Wow, 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 wow. Ich bin ein Hund. Ich pisse in die Ecke. Wow, 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 wow. Kommissar Gibby, wir haben ein Problem. Inspektorin Julie wurde ebenfalls von Baluis Geschichte paralysiert und ist nicht mehr ansprechbar. Sie hat zu lange zugehört. Ich glaube, die ist Balui? Darf ich jetzt auch mal eine Frage stellen, oder? Selbstverständlich.
Was läuft denn da eigentlich mit meiner Frau? Nichts. Die Frau ist sehr nett zu mir und ist die erste Person, die mich normal behandelt, nämlich wie einen Menschen, der hier ist, um sie alle zu beschützen. Das ganze Volk dieser Insel behandelt mich die ganze Zeit wie Aussätzige. Wir werden einfach beschossen, wir werden angespuckt, wie vor ihnen gerade auch im Gerichtssaal. Auf uns wird gedroht. Also ich... Okay. Aber dann werden die Leute sagen misstrauisch, Sie, wenn ich jetzt einmal auf ihrer Seite bin, öffentlich. Ja, okay, warten Sie, schießen ins Bein. Was? Herr General, was machen Sie denn da? Können Sie die Tür bitte noch zulassen? Ja, eine Sekunde. Sie haben nichts gesehen, Herr Dankert. Nee, ich wurde auch gerade von der Taschenlampe geblendet. Ich habe wirklich nichts gesehen. Hat er sich das Bein gestoßen? Rustman! Scrap Girl! Rustman! Scrap Girl! Rustman! Scrap Girl! Rustman! Gleiches Essen wie beim letzten Mal? Ja, ich schwitze auch. Ich glaube, ich muss ganz dringend los. Hä? Oh, ja, das höre ich, Baby. Das höre ich richtig raus. Wie es quietscht und platzt. Hast du das Freunde? Scheißpferd! Ich mach dich nieder! Jetzt wirst du gebrutzelt, mein Freund! Und nochmal weggeballert, die Alte hier. Richtig geil. Schön Hacksteak, Lasagne. Geil! Oh, nochmal. So. Dank auch Lasagne. Hat sie gesagt. Arbeiten können. Mein Puschel hat sogar Schattierung. Mega. Ja, der hat sogar mehr Schattierungen als dein echter Puschel. Entschuldigung, ich wollte nicht auf deinen Puschel gucken. Sogar Daddy Schlotzen. Schlotzi! Schlotzi! Was ist? Schnell! Komm mit, komm mit, komm mit! Schnell, schnell, schnell! Das ist nicht dein Ernst. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn töten. Töten werde ich ihn! Autobahn. Stimmt, wollten Pizmeats bauen, nicht wahr? Erstmal Handtuchhofe liege. Ja, genau. Nee, ich habe hier schon meinen Handtuch. Tim! Tim! Hallo, kurz Licht aus. Oh, 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 nicht bewegen, Fötzli. Oh Gott, das Loch ist zu klein. Mach Platz! Hey! Hey! Ihr macht dir den Namen Glory Hole auf jeden Fall alle Ehre da, wenn ich das so höre. Er ist gestorben! Oh, Fötzli, hast du dein Magnesium nicht genommen? Warum zuckst du so? Jetzt geh ins tiefe Gewässer hier. Was ist denn, Alter? Schieb ich das Boot bis zum anderen Boot, oder was? Oh, danke. Da reicht noch nicht. Super. Halt! Nein! Nein! Was ist denn damit? Oh ja. Oh. Das ist gut, ja? Okay, warte. Okay. Oh, ja? Brust raus, bisschen Brust rausstrecken, Baby. Come on, bisschen die Brust rausstrecken. Oh ja, yeah. Oh ja. Yeah. Mehr Brust, come on, Baby. Ich glaube, wir brauchen nur ab Hals jetzt aufwärts. Jetzt den Arsch ein bisschen und jetzt... Ja. Oh ja, streck den Arsch raus. Richtig schön rausstrecken. So ist gut. Schwimm schwierig drin. Zeig es uns. Komm mal, anspannen. Mit wem gehst du deinen Valentinstag verbringen? Sprich dich mal aus. Na, mit dem Menschen, den ich am meisten liebe. Okay, das kann ja jetzt nicht ich sein. Wenn du dich verpissen willst. Na, das bin ich? Wie? Was? Wo? Warum? Ja? Das verstehe ich nicht.
Dünnes Eis, Fräulein. Dünnes Eis! Ja. Oh nein. So, wo? Ja, so ist gut. Sehe ich gut aus, nackt? Dankeschön. Herr Kapelle. Auf ins Abenteuer. Na klar. Du erklärst mir jetzt sofort, was du auf diesem Bild zu suchen hast. Haben Sie kurz Zeit? Ich stand da zufällig dahinter. Wer ist das? Ich kann nichts dafür. Ja, schau dir zu, ich gebe dir ganze 10 Sekunden. 10, 9, das Bild hat im Gerichtssaal gemacht und ich stand nur rein zufällig dahinter. Ich kann nichts dafür, dass ich mit auf dem Bild bin. Ich weiß! Wo wurde das gemacht? Das ist ein Verlust für die Menschheit. Das kulturelle Erbe der Menschheit. Nein! Ist der Historiker weg? Oh oh. Ja, wo ist er hin? Das war mal ein historischer Abgang. Ja, das war. Warte mal, ich lande mal. Vielleicht kriegen wir den irgendwo. Ob das historisch korrekt war? Wo ist denn der rausgeflogen ungefähr? Ja, ich hab das schon gesehen. Sagen Sie mal, haben Sie einen Freund? Hä? Wie meinen Sie das? Wir sind alle der eiserne Röcher. Joho, ich bin der eiserne Röcher, tada! Ich bin oho, der eiserne Röcher. Nee, war nur ein Witz, war nur ein Witz. Medium extra fetzig, tschüss. Ich werd bekloppt, ich glaub, ich werd bekloppt. Flunkerkart. Hast du irgendwelche Beweise dabei? Gib zu! Ich hab nie Beweise dabei. Sie wollen jetzt nicht den Hauptkommissar hier niederstrecken, oder? Nee, ich doch nicht, aber das Weltherrschaftsmädchen hat Ihnen noch eine Rechnung offen. Ich war immer nett zu dir. Egal was war, ich hab immer versucht nett zu sein. Aber du hintergehst mich und wenn du mich hintergehst, hintergehst du meine Familie. Wenn du meine Familie hintergehst, hintergehst du mich. Und deswegen bin ich sehr enttäuscht von dir. Und jetzt, stirb! Und dann haben beide über mich gelacht. Beat? Nee, war bei der Gerichtsverhandlung der erste auf dem Dach und wurde auch von Giggles, der den Heli steuerte, mitgenommen, hat mir aber hoch und heilig versichert, dass er so neutral wie die Scheiß ist, was ich sehr befürworte, wa? Hallo? Wir haben leider noch nicht geöffnet. Was wird es denn, wenn es mal fertig ist? Bestimmt ein asiatisches Restaurant. Das wird ein asiatisches Restaurant. Candlelight-Dinner, Familienessen. Ja. Oh. Ich war nämlich schon mal hier. In der Zukunft! Schönen guten Abend, kann ich Ihnen helfen? Herr Opa, können Sie mal den Pötzli Scheiter ansetzen? Mein Name ist Lars. Da kommt doch noch, der hat mich abgeschnitten. Ich bin da. Peyton. Du weißt, alles, was zwischen uns passiert ist, war einmalig. Und du hattest mit allem recht. Außer mit dem Flabieren von anderen Leuten. Aber das ist jetzt egal. Denn das Einzige, was zählt, ist, dass wir zwei zusammen sind. Was? Ja! Peyton! Willst du mit mir weiterfahren? Ich dachte, wir essen einfach eine Runde hier. Das war wohl ein bisschen zu viel. Warum ist hier viel an Sex geredet? Ein unglaublicher Liebesweis von mir. Ich erlöse dich von den Glühwürmchen von Lossi. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was tun. Nehme ich dich aus dem Bauch schieße. Junge! Customer down, Customer down. Ich glaube, wir brauchen die Rechnung. Sind die Glühwürmchen aus dem Bauch geschrotet? Guck mal, es gibt sogar eine Toilette. Es gibt sogar eine Toilette.
Entschuldigung. Ich sitze auf dem Klo. Ich wusste nicht. Ist das Männerklo? Yep. Woran sieht man das? Oh, ich bin auf dem Männerklo gewesen. Huch. Auf und fest! Problem auf dem Klo! Ich guck, ich mach die Tür zu! Okay, ich helfe, ich helfe. Ich hänge wirklich fest. Nein, kein Foto! Ja, Foto, Foto! Zeig her! Okay, vorsichtig. Oh mein Gott. Ich hänge wirklich fest. Komm nicht raus! Ich glaube, ich treffe daneben das Waschbecken. Warten Sie. Oh, oh. Ich probiere von hinten, sie aus der Schüssel zu hämmern. Ja, bitte. Weiter rein. Ja, sehr gerne. Oh! Ach, scheiße, das Wasser. Ah! Mein Kacken ist gestorben. Ich bin nur die Kamera. Ja. Ich bin nur noch so ein Eimer, der rumgereicht wird. Ja! Sag's doch, sag's doch. Also... Lotzi. Es gibt keinen anderen. Ich verspreche es dir. Wirklich? Ey, ohne Witz, ne? Ich hab noch nie so einen dummen Jaul gesehen. Du Kackvieh, ey. Das nächste Mal, wenn ich's da spring, dann springst du auch. Und jetzt renn weiter. Komm, ertränk dich selber, du. Boah. Tag zusammen. Ah. Okay. Immer schön nach Schaltern und sowas gucken. Ja, ich hab eher Angst vor Flammenwerfern. Grand Escape. Ich komm da nicht mehr hoch, ich kann das nicht. Ich hab keine Angst vor Flammenwerfern, ich hab ne Firewall. Wo kam das denn her? Bin das gestörte Mädchen mit der Weltherrschaft und du nur ein kleiner Junge, der gar nichts rafft. Ich stepp an Spike und nimm dich lyrisch flach. Fang bloß nicht an zu heulen, wenn ich dich fertig mach. Alle wissen, du wärst gerne ich. Doch gegen mich stinkst du ab, wie Lachsmanns Fisch. Du versuchst mich zu kopieren, doch du schaffst es nicht. Drum steh nur ich im Rampenlicht. Mit Kettensäge, Flammenwerfer, einmal hin. Komm ich auf den Rastplatz zum Milchspannfilm. Der Rächer ist mein Stecher, die Snogs sind meine Gang. Ich hinterlasse Asche, denn Penelope wird brennen. Ich bin doch nicht so weit. Du bist mein allerliebster Schatz. An deiner Seite ist mein Platz. Bist mein kleiner süßer Schnuffel. Bist mein kleiner süßer Stern. Hab dich zum Kuscheln gern. War das schön? Ja, ich bin froh, dass sie aufgehört haben. Ja. Ja, also wenn du jemanden brauchst zum Aufmuntern, wer dir was vorsieht, dann sag Bescheid. Kann man sie auch mieten für Folterungen im Gefängnis? Ja! Ja, da kann ich dann packen! Ja. Du hast recht. Wie lange willst du das denn jetzt noch machen? Fünf Wochen oder was? Oh, lass sie, oh, lass mal Hand in Hand spazieren gehen und schön am Strand beim Sonnenuntergang. Oh, Recher, lass uns bitte schlotzen gehen vorm Schlafen gehen. Und weißt du, wer die Scheiße immer sieht? Ich sehe beide. Beide Sachen. Ständig und immer wieder. Und ich stehe mittendrin. Entscheid dich doch einfach mal für einen, verdammte Hacke. Wer macht dich glücklicher? Der eine oder der andere besser? Mann, ey! Ja. Ich habe ihr Gespräch mitbekommen und ich muss Herrn Fötzli recht geben. Jetzt spielt er da hinten Klavier, der Bastard. Jetzt spielt er da hinten Klavier. Oh, für die ganzen neuen Leute hier, er hat zum Klavierspielen angefangen, weil mein Charakter ihm gesagt hat, dass er sich ein Hobby suchen soll. Damit er nicht so einsam ist. Und dann hat er sich ein Klavier von mir bauen lassen und seitdem spielt er Klavier. Jesus. Wenn ich 10 Äpfel habe und die durch 0 teile, wie viele Äpfel habe ich dann? Gehen wir das Ganze logisch an. Ich habe 10 Äpfel und keine Freunde. Also kann ich auch keinen Freunden 10 Äpfel geben. Dementsprechend bin ich traurig, weil ich keine Freunde habe.
Alle den Opa jetzt dürft erraten, wer zurück ist. Wieder mega fresh, der Sound, wieder mal Tracks für deine Hitlist. Opa, wieder back to business. Keine Konkurrenz für mich, weil der Rest hier nur ein Witz ist. Wenn Opa rappt, dann könnt ihr gleich wieder gehen. Denn ich bin wie eine ganze Crew, du kannst mich schizophren nennen. Okay, vielleicht bin ich das auch. Doch besser als jeder deutsche Rapper, jetzt ist Opa in der Haus. Ey. Opa ist nicht zu alt, nein, Opa flex perfekt. Opa ist reif und weise, quasi die Bibel des Rap. Nach meinem ersten Auftritt waren alle Opa-Fans. Denn Opa brennt heißer als der Flammenwerfer von Jen. Ach ja, Jen, du möchtest gern Weltherrschaftsbraun. Setz dich beim Opa auf den Schoß, der Opa weiß, was du brauchst. Wer ist eigentlich dieser Kapital Prein? Jetzt wird auf Vorel abgeschossen, Junge, Angry Bird Style. Sie wollte mich ausnehmen, doch Opa läuft weiter. Penelope, ein kleiner Tipp, Chantal, oh Eliza. Kein Respekt vor dem Rächer, du kleiner Scheißer. Das da oben auf deinem Kopf, aber mein Pipi-Eimer. Du Kanisterkopf, Respekt, Schelle vom Opa. Ihr wisst, was Stress bedeutet, Schweif bei vom Mofa. Game over, für diese Malibu-Laura. Check. And I know why. Yeah, yeah. Because I got high. Because I got high. Because I got high. Because I got high. An der Stelle würde ich sagen, die Bühne ist eröffnet. Die Frau Laura fängt an. Viel Spaß. Los geht's. Na gut, dann jetzt mal Schluss hier mit Kinderrap. Jetzt kommen mal ein paar Fans da Cabella-Bars, weil der Beat ist kippen holen wie Schlotzenvater. Seid ihr ready? Alter! Dicke, das war geil! Das war schon geil! Gib's mir! Oha! Der Eisen so böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Recher, mein Recher, und alles tat so weh. Recher, mein deine Hand. What? Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. Du hast den Farbfilm vergessen bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. Na gut, das Ende habe ich jetzt ein bisschen verkackt, aber das kann mir immer passieren, ne? Wow, awesome. Yo, Malibu Laura, ich kann das auch mal so. Ich muss den Helm nicht tragen für diesen kleinen Flow. Mit diesem Flow brech ich deinen Rückgrat und dein Gesicht. Du liegst auf dem Boden, wenn ich dich zerbreche mit dem Kettenhelm, dann bin ich da. Ich habe halt nur mal eine Klasse Line für dich, ah. Wenn ich mit dir fertig bin, nenn dich Malibu Lauch, denn deine Aura, die trete ich heute aus. Du hast nicht mal den Still und ich kill und er ist da. Nein, ich werd dich vernichten an jedem einzelnen Tag. Das ist das Bedrappel hier am Mittwoch, wie es sieht. Der Opa hat krass abrasiert, doch ich bin der King. Ja Mann, wenn ich mit dir fertig bin, dann ist soweit. Du liegst nur noch am Boden und blutest sogleich. Meine Schlotzen-Gang, die ist mega stark. 168 Straßenbande, wir sind im Apparat. Ich hätte ein Votum. Also ich würde mit Frau Malibu Laura, weil sie mich mit ihren Lines, also sie war, hatte die besseren Lines und ich hatte halt vielleicht den besseren Flow, weil ich auf dem Beat war und sie a cappella. Ich würde mit ihr den Gewinn teilen. Yo, hey Jen, du bist für uns alle nur ein Witz, steckst tief in der Psychose und raffst selbst nicht, dass wir über dich und deine kleinen Waffen lachen. Tust hier an auf Gangster, aber klebst nur am Arsch von anderen. Willst die Weltherrschaft? Doch benimmst dich wie ein Kind. Das Einzige, was du beherrschst, ist deine Insta-Family. Das reimt sich zwar nicht, fällt dir sicherlich nicht auf, deinen hohlen Kopf im Eimer, den schlag ich dir noch raus. Wir werden verglichen, das kann ich nicht verstehen. Haben die Leute denn noch nie ein Stück Scheiße gesehen? Ich bin Penelope, unabhängig und stark. Dein Gelutsche bei anderen, einfach ekelhaft. Dein Schlotzen-Stammbaum ist einfach nur ein Witz. Wir alle wissen genau, dass ihr euch gegenseitig fegt. Penelope, ich hoffe, du hast meine Aufmerksamkeit genossen. Das war dein Cringe-Moment. Aber jetzt bin ich dran. Bin das gestörte Mädchen mit der Weltherrschaft und du ein kleiner Junge, der gar nichts rafft. Ich steppe ans Mike und leg dich lyrisch flach. Fang bloß nicht an zu heulen, wenn ich dich fertig mach. Alle wissen, du wärst gerne ich.
Doch gegen mich stinkst du ab, wie Lachsmannsfisch. Sie nennen dich mein Zwilling. Shit, das hat gesessen, denn ich hätte dich schon längst im Mutterleib gefressen. Du versuchst mich zu kopieren, aber schaffst es nicht. Drum steh nur ich im Rampenlicht. Mit Kettensäge, Flammenwerfer, Eimerhelm komm ich auf dem Rastplatz zum Milchbaumfällen. Auf dem Rastplatz. Jeder hat seine Storyline. Und jeder macht hier außer seinen Reim. Auf dem Rastplatz. Alright. Auf dem Rastplatz. Verdammte Scheiße, wir sind alle verloren. Wir sind sowas von verloren. Oh Gott. Oh mein Gott, Schatz. Schatz. Oh mein Gott. Rettet euch. Nicht mein Haus! Alter, what the fuck? Oh mein Gott, Sean! Wessen Base ist das? Oh mein Gott, was ist die? Ich hab ihm vorhin gesagt, er ist verflucht! Und jetzt stirbt seine Base! Oh mein Gott! Freie Liebe! Geile Party, ehrlich! Geile Party! Sie sind der Mimme gepinnt! Für den Bastard! Freie Liebe! Ja! Lass mal deinem Hintern schnuppern! Boah, geil! Komm, seid nicht so verklemmt! Seid mal nicht so verklemmt! Das ist der einzige Abend, an dem das möglich ist, Baby! Also kennen wir uns überhaupt schon? Nee, wir können ja ein bisschen fummeln, oder? Ja, da lernt man sich eigentlich am besten kennen, oder? Würde ich jetzt behaupten. Ja, würde ich auch sagen. Aber ich will dir auch jetzt nicht zu nahe treten. Ja, kannst du ruhig. Komm, pack an. Können wir erstmal. Okay. Also, ich finde ja, dass sie ein durchaus attraktiver Mann. Nicht, dass ich ihr Gender assume möchte, aber. Ist schon, aber? Ist schon ein verlockendes Angebot. Ja, aber eigentlich bin ich geschäftlich hier. komm ich mal zurück. Jen, bist du noch da? Ja. Wir können auch ein Geschäft draus machen. 30 Scrap und ab geht's. Hey, Welterschaftsmädchen. Als ich dich das erste Mal sah, wollte ich es nicht glauben. Doch war mir sofort klar, ich will dich in meinem Leben, das sollst du immer sein. Dann bin ich hier am Rastplatz, niemals mehr allein. Du bist ein schöner, schwerer Schwan. Wenn du mal zu Boden krachst, nehm ich dich in den Arm. Ich schlag mit meiner Keule jeden Keck für dich K.O. Denn ich bin dein Aha und du bist mein Oho. Du nimmst den Flammenwerfer mit ins Rächernest. Doch Gott sei Dank ist mein Eheimer feuerfest. Du bist so ein schöner, schwerer Schwan. Und wenn du Bleiern am Himmel thronst, dann tönt mich das so an. Schön.